das Musée d'Orsay im Zentrum von Paris. Unter der massiven Steinfassade schlägt ein gigantisches Herz aus Eisen. 12.000 Tonnen Metall wurden für diese riesige Struktur benötigt. Ein Prachtbau mit wechselvoller Geschichte. Das Orsay zählt heute zu den berühmtesten Museen der Welt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist das imposante Bauwerk noch ein Bahnhof, erbaut für die Weltausstellung von 1900. So einen modernen Bahnhof hat es nie zuvor gegeben. Die Eisenbahn ist das Hightech-Symbol dieser Zeit. Der Bau entsteht in einer Rekordzeit von 2 Jahren, allen widrigen Umständen zum Trotz. Nach dem Zweiten Weltkrieg dient das Gebäude als Zufluchtsort für ehemalige Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Später als Theater und sogar als Parkhaus. Anfang der 80er Jahre ist es soweit. Ein Museum entsteht. Ein Museum in einem Bahnhof zu erbauen, war in jeder Hinsicht ein gewagtes Projekt. Wie ist es gelungen, das Bauwerk innerhalb eines Jahrhunderts immer wieder neu zu erfinden? Vom Bahnhof zum Museum. Die Geschichte einer einzigartigen Verwandlung. Das Musée d'Orsay ist einer der bedeutendsten Bauten der französischen Hauptstadt. Auch seine Umgebung ist imposant. Direkt gegenüber die ehemalige Residenz der Könige, der Louvre und die Tuilerien. Der Kern des Orsay ist das Hauptschiff. 138 Meter lang und 32 Meter hoch. Das Schiff der Kathedrale Notre-Dame ist nur einen Meter höher. Das Volumen verschlägt einen wirklich den Atem, wenn man den Raum betritt. Man sieht und spürt sofort, dass man sich in einem besonderen Museum befindet. Weltweit einzigartig ist, das Gebäude war einmal ein Bahnhof im Stil der Belle Époque. Und es verbirgt ein erstaunliches Gerüst. Im Hauptschiff zieren 35.000 Quadratmeter Glas und 1.600 Kassetten aus Naturgips die opulente Decke. Außen reihen sich in französischer Tradition Kalksteine zu einer imposanten Fassade. Doch dahinter offenbart sich das eigentliche Material. Das Gebäude wirkt aufgrund seiner Fassade, als sei es aus Stein. In Wirklichkeit hat es aber eine Metallstruktur. Hier sind die Fassaden nicht mit Balken verbunden, auf die dann Böden und Dach gesetzt werden. Nein, der Kern ist ganz aus Metall. Im Museumsinneren lassen gusseiserne, verzierte Säulen das massive Gerüst erahnen. In diesem Bau stecken 12.000 Tonnen Metall. Eine gewaltige Menge. Für den Eiffelturm wurden gerade mal 7.300 Tonnen benötigt. Der Gare d'Orsay stammt aus der Blütezeit der Metallskelettbauweise. Nur 11 Jahre nach Errichtung des Eiffelturms. Das Gerüst des Orsay erinnert an die ersten Wolkenkratzer Ende des 19. Jahrhunderts, bei denen Stein lediglich der Ästhetik dient. Das tragende Element dieser Struktur ist einzig das Metall. Ein Ereignis ist ausschlaggebend für den Bau und die Gestaltung des Bahnhofs. Die Weltausstellung von 1900. Breite Alleen,
Einzigartige Monumente. Das Gesicht des modernen Paris wird vor allem im 19. Jahrhundert geprägt. Die französische Hauptstadt ist auf dem Höhepunkt ihrer Bedeutung. Paris ist im Jahr 1900 die schönste Stadt der Welt. Ihr Licht erstrahlt in Europa und im ganzen Erdkreis. Die Welt blickt auf Paris. Von April bis November 1900 lädt die Stadt zu einer neuen Weltausstellung. Mit mehr als 50 Millionen Besuchern schlägt sie alle Rekorde. Das sollte die Expo schlechthin werden. La France est riche, très riche. Frankreich ist sehr wohlhabend. Für die Ausstellung wollte sich Paris herausputzen. Remodeler Paris. Auf 112 Hektar mitten in Paris werden glanzvolle Installationen zur Schau gestellt. Zu bewundern sind spektakuläre Bauten wie das Grand Palais oder technische Errungenschaften wie die erste Pariser Metrolinie. Der Rahmen einer solchen Expo ist sehr wichtig. Es geht darum, der Welt die industrielle Macht des Landes zu demonstrieren. Die Eisenbahngesellschaft Paris-Orléans wittert eine einmalige Gelegenheit. Sie will einen neuen Bahnhof bauen. Die Besucher der Weltausstellung sollen hier prunkvoll in Empfang genommen werden. Im Gare d'Orsay. Die Eisenbahn ist das Symbol der Epoche für Wohlstand und Hightech. Man braucht also einen schönen, bemerkenswerten Bahnhof. Der Plan? Ein monumentaler und futuristischer Eisenbahntempel, der die Errungenschaften der Technik eindrucksvoll zur Schau stellt. So einen modernen Bahnhof hat es nie zuvor gegeben. Noch fehlt ein geeignetes Grundstück für den Bahnhof, der täglich bis zu 150 Züge empfangen soll. Die Weltausstellung findet in der Nähe des Eiffelturms am Seineufer statt. Doch das Gebiet ist besiedelt. Nur 700 Meter vom geplanten Eingang der Expo entfernt, findet sich jedoch ein geeignetes Grundstück. Die Ruinen des Palais d'Orsay. Der Palast war im Jahr 1830 erbaut worden. Im Palais d'Orsay war der Rechnungshof, der die Konten des Staates verwaltete. 1871 brennt der Palast während des Aufstands der Pariser Kommune nieder. Das Palais d'Orsay brannte ab. Und fast 30 Jahre lang wusste man nicht, was man damit anfangen sollte. Auf diesem Baugrund, der wunderlicherweise zur Verfügung steht, lässt sich gut ein neuer zentraler Bahnhof bauen. Zunächst müssen die Überreste des Palais d'Orsay entfernt werden. Dann kann der Hightech-Bahnhof entstehen. In einer Rekordzeit von 2 Jahren. Sie mussten eine wichtige Frist einhalten, den Auftakt zur Weltausstellung. Es ist kompliziert, so große Stadtbahnhöfe zu bauen. Viele werden oft mit großer Verzögerung eingeweiht. Die Ingenieure stehen vor einer großen Herausforderung. Sie müssen den Bahnhof auf sehr kleinem Grund bauen und die Gleise mitten durch das dicht bebaute Paris legen. Der Bau war durch die Umgebungsbebauung sehr eingeschränkt. Selbst nach dem Kauf des Nachbargrundstücks ist die Fläche nur 13.000 Quadratmeter groß. Ein Rechteck, 173 Meter lang und 75 Meter breit. In einer zeitgenössischen Fachzeitschrift heißt es, eigentlich bräuchte es mehr als die doppelte Fläche. Als wären das nicht genug Herausforderungen, will man nun auch noch ein Grand Hotel anbauen. Auf diesem engen Terrain planen die Ingenieure der Eisenbahngesellschaft ein Hotel mit 370 Zimmern.
Für den ambitionierten Plan brauchen sie jeden verfügbaren Quadratmeter. Das Hotel war nötig, um die vielen Reisenden zu beherbergen. Man musste das Hotel komprimieren und jeden Zentimeter ausnutzen. Deshalb grenzt die einzigartige Konstruktion dicht an das Nachbargebäude an. Die Glasfront, an der die große Uhr prangt, ist auf der Rückseite von einem Gebäude umschlossen. Das fünfstöckige Hotel rahmt das Hauptschiff des Bahnhofs von zwei Seiten ein. Das Hotel umschließt den Bahnhof wie eine Hülle. Der Bahnhof soll mehr als 10 Gleise haben. Aber die Größe des Gebäudes reicht dafür nicht aus. Für die Gleisanlagen hebt man auch außerhalb des Bauwerks den Grund 5 Meter tief aus. Die Gleise wurden einfach unterirdisch angelegt. Die Planer des Gare d'Orsay schöpfen jeden Quadratmeter aus und setzen auf die neueste Technologie: Elektrizität. Beim Bau des Gare d'Orsay war es klar, dass die Lokomotiven elektrisch sein würden, damit sie keine Abgase im Tunnel ausstoßen. Mit Dampfloks hätte man die Passagiere eingeräuchert wie Heringe. In Frankreich sind damals nur Dampflokomotiven im Einsatz. Daher werden die ersten französischen Elektroloks eigens für den Bahnhof von Orsay hergestellt. Der elektrische Zugbetrieb beginnt 1900 mit dem Gare d'Orsay. Deswegen wirkt er so experimentell und futuristisch. Es fällt nicht sofort auf. Direkt unter dem Eingang finden sich Überbleibsel des ehemaligen Bahnhofs. Wir sind auf der unteren Ebene, in der die Züge einfuhren. Wir können uns anhand der Pfeiler, die immer noch dasselbe Gebäude tragen, bildlich die Bahnsteige vorstellen. Hunderte gusseiserne Pfeiler sind im Bereich der Bahnsteige verteilt. Sie tragen den Fußboden des Erdgeschosses und das gesamte Metallgerüst. Dieses Metallgebilde ist gigantisch. Die Säulen können bis zu 600 Tonnen Last tragen. Das Gerüst erinnert an das Wahrzeichen von Paris: den Eiffelturm. Für den Bau des Gare d'Orsay beauftragt die Eisenbahngesellschaft Paris-Orléans den Architekten Victor Laloux. Victor Laloux ist kein Unbekannter. Als er sich für den Gare d'Orsay interessierte, arbeitete er schon am Bahnhof von Tours. Es ist eine eher klassische Architektur, aber mit modernen technischen Mitteln. Laloux gilt als Spezialist für Konstruktionen aus Metall. Bauen mit Eisen und Stahl, damals Hightech. Um 1900 ist man sich bewusst, dass die Möglichkeiten eines Metallgerüsts scheinbar grenzenlos sind. So werden die ersten Wolkenkratzer in Chicago und New York erbaut. Beim Gare d'Orsay macht sich Laloux die besonderen Eigenschaften von Eisen zunutze. Besonders seine Stabilität angesichts der unmittelbaren Nähe zur Seine. Der Grund für das Fundament war extrem sumpfig. Für das Fundament muss zunächst die Ruine des Palais d'Orsay weichen.
Steine des ehemaligen Palasts dienen als Mauerwerk der neuen unterirdischen Bahnsteige. Im Gestein werden Metallpfeiler verankert. Sie tragen die Deckenbalken. Dieses Netz aus Metallbalken bildet eine stabile Basis, die das gesamte Gerüst des Bahnhofs tragen soll. Man hat ein riesiges Metallgerüst mit Bögen errichtet, auf die sich die Decke stützt. Das stabile Fundament ermöglicht es, einen gigantischen Raum mit einem 40 Meter tiefen und 32 Meter hohen Schiff zu bauen. Sieben Kuppeln zieren die Wandelhalle. Für diese Präzisionsarbeit verwendet Lalou das Material, aus dem auch der Eiffelturm besteht: Schweißeisen. Schweißeisen ist erst seit 1850 gebräuchlich. Es wird geschmolzen und ist dann weicher, besser formbar. Ähnlich wie beim Eiffelturm werden auch die Bauteile für das Metallgerüst des Gare d'Orsay in der Fabrik vorgefertigt und vor Ort zusammengenietet. Nieten sind charakteristisch für diese Bauten. Sie gewährleisten Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit. Architekt Lalou versteckt das moderne Gerüst und passt das Gebäude seiner Umgebung an. Es kam nicht in Frage, das Metallgerüst sichtbar zu lassen. Nicht in dieser Lage, direkt gegenüber des Louvre. In diesem Umfeld gab es keinen Platz für etwas rein Modernes. Man wollte einen prachtvollen Bahnhof. Typisch französische Fassaden aus Kalkstein bedecken drei der vier Seiten des Gebäudes. Eine imposante Verzierung, ähnlich wie bei amerikanischen Wolkenkratzern. In New York gibt es 200 Meter hohe Wolkenkratzer aus Metallgerüsten, aber sie sind mit Stein verkleidet. Die Fassade des Bahnhofs bilden 2 Meter dicke Steinmauern. Sie berühren unten und an der Seite das Gerüst und sind mit Metallstangen fest verankert. Der Bahnhof ist einfach mit Stein verkleidet. Man hat also einfach eine Mauer entworfen, die den Metallbau umschließt. Das Dach über dem Hauptschiff lässt die tragende Rolle der Metallkonstruktion erahnen. Es wird auch die zweite Haut des Orsay genannt. Ein Netz aus Metallträgern entlang des gesamten Schiffs. Es ist ein wahrer Wald aus Metall, der der Decke Stabilität gibt. Von hier aus kann man sogar von oben in die ehemalige Bahnhofshalle gelangen. In 20 Meter Höhe restaurieren Industriekletterer einen Teil der 1600 Kassetten im Hauptschiff. Sie sind mit Rosetten verziert, in Metall eingefasst und verleihen so dem Bau seinen opulenten Charme. Die Inspiration dafür stammt von der römischen Caracalla-Therme, die von ähnlich beeindruckender Größe ist. Lalou gönnte sich den Luxus, das Interieur prachtvoll zu dekorieren und zu vergolden. Vom Moment seiner Einweihung an ist der Gare d'Orsay ein Meisterwerk der Technik.
Für die vielen Passagiere, die hier täglich ankommen sollen, sorgen die Ingenieure mit technischen Neuerungen für höchsten Komfort. Der Bahnhof ist ein wahres Innovationslabor. Alles wird mit Elektrizität betrieben. Der Bahnhof wird rein elektrisch beleuchtet und ist damit seiner Zeit weit voraus. Auch eine der ersten elektrischen Wanduhren ziert das Gebäude. Durchmesser 4,5 Meter. Strom als Energiequelle vereinfacht auch die Gepäckbeförderung. Der Bahnhofsbetrieb sollte auf 2 Etagen stattfinden, also baute man Fahrstühle. Wir dürfen nicht vergessen, 1900 sind Fahrstühle kein Standard. Sie sind eine technische Neuerung, die der Elektrizität zu verdanken ist. Die Aufzüge befördern das Gepäck mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Und noch etwas ermöglicht die Elektrizität. Das schräge Gepäckband transportiert die Koffer 8 Meter über den Bahnsteig in einen Raum hinter der Wanduhr. Die Passagiere holen ihr Gepäck an der Ausgabe ab, genau wie an einem Flughafen. Der Bahnhof ist hochmodern und wird doch von der Zeit überholt. Der Schienenverkehr nimmt rasant zu. Darauf ist der Bahnhof nicht ausgelegt. Als er erbaut wurde, reichte seine Größe aus. Doch nun zeigte sich, dass er zu klein war. Nur 12 Jahre nach seiner Einweihung plant die Eisenbahngesellschaft Paris-Orléans, Gare d'Orsay auszubauen. Experten schätzen die Kosten auf 16 Millionen alte Francs. Umgerechnet rund 64 Millionen Euro. Eine immense Summe. Ein unterirdischer Ausbau wurde erwogen, aber das war nicht machbar. Man hätte erneut graben müssen. Ein gigantischer Aufwand. Angesichts der Schwierigkeiten nimmt die Eisenbahngesellschaft allmählich Abstand von ihrem einstigen Prestigeprojekt. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wird der Fernverkehr eingestellt. Der Bahnhof war nur etwa 30 Jahre in Betrieb. Danach kam lange nichts. Obwohl noch Regionalzüge verkehren, gerät der Gare d'Orsay in Vergessenheit. Das prachtvolle Schiff verkommt. Nun steht dieses gigantische Gebäude leer. Und die Frage ist, wie soll ein solcher Raum genutzt werden? Doch die Geschichte von Orsay ist nicht zu Ende. Ein neues Kapitel beginnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden dem Orsay verschiedene Rollen zuteil. 1945 dient das Gebäude als Auffanglager für ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und KZ-Überlebende. Im Winter 1954 ruft der Priester Abbé Pierre zu einer Spendenaktion für Obdachlose auf. Sammelstelle ist das Orsay. In den 70ern entwickelt sich der hintere Teil der Wandelhalle zur Theaterbühne. Anschließend wird es als Parkhaus verwendet. Es gibt Fotos, die stutzig machen. Statt Reisender sieht man lauter Autos. In den 80ern schließlich erlebt das Orsay eine Wiedergeburt. Als Museum für die Kunst des 19. Jahrhunderts. Ein Museum des 19. Jahrhunderts war eine gute Idee. Nur wie sollte ein ehemaliger Bahnhof in ein Museum umfunktioniert werden? Nachdem der Bahnhof auf einer Palastruine errichtet worden war, bereitet sich das Monument auf eine neue Metamorphose vor. Die Umwandlung in ein Museum. Der Gare d'Orsay ist ein außergewöhnliches Objekt, das eine neue Ära für die Konzeption von Museen eingeläutet hat. Seit
Seit seiner Einweihung 1986 empfängt das Museum durchschnittlich 3,5 Millionen Besucher pro Jahr. Mit Exponaten von Van Gogh oder Gauguin ist es eines der renommiertesten Museen der Welt. Das Musée d'Orsay zeigt das künstlerische Schaffen der zweiten Hälfte des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Gemälde, Skulpturen, dekorative Kunst und Meisterwerke des Impressionismus, auch des Films. Wie verwandelt sich der ehemalige Bahnhof in ein Museum, das seinen Kunstschätzen gerecht wird? In den 70er Jahren ist diese Aussicht noch weit entfernt. Eine Mammutaufgabe. Die Räume waren verschmutzt und heruntergekommen. Ein verlassenes Gebäude eben. Damals war man sich nicht bewusst, welchen architektonischen Wert das Gebäude hat. Man sah es eher als altmodisches Überbleibsel des 19. Jahrhunderts. Doch 1972 hat der französische Museumsbund die zündende Idee für ein neues Museum. Es sollen Werke aus der Zeit der Jahrhundertwende ausgestellt werden. Und dieser Bau aus der Belle Époque scheint prädestiniert. Es ist in der globalen Museumslandschaft wirklich selten, dass das Gebäude und seine Exponate in einer solch zeitgenössischen Harmonie zueinander stehen. 1978 startet der Architektenwettbewerb. Überraschend bekommt der Entwurf eines Teams aus drei jungen Architekten den Zuschlag. Pierre Colboc, Renaud Bardon und Jean-Paul Philippon. Das Team Bardon, Colboc, Philippon sagte intelligenterweise: Lasst uns die Eigenheiten des Bahnhofs nutzen, insbesondere das Hauptschiff. Der Gare d'Orsay diente als Hauptinspiration für den Umbau zum Museum. Die Stärke des Projekts liegt darin, das Neue in das Alte zu integrieren. 1980 beginnt der Umbau. 80 Jahre nach seiner Konstruktion kommt das Metallgerüst wieder zum Vorschein. Das Gebäude wurde komplett entkernt, doch die Struktur wurde natürlich bewahrt. Aber man musste alles herausnehmen. Nur so konnte sichergestellt werden, dass das neue Museum wirklich solide ist. Viele der stark beschädigten Elemente werden restauriert. So wie dieser Merkur, der das große Glasdach ziert. Oder die Deckenmalereien in der Empfangshalle. Die Vergoldungen erhalten eine neue Schicht Blattgold und erstrahlen in ursprünglicher Pracht. Es folgt die Restaurierung weiterer Elemente des ehemaligen Bahnhofs. Das war die Herausforderung, wie man zu dem Bahnhof stehen soll. Was bewahrt man und was nicht? Das Fundament, das bereits 10 Jahre nach dem Bau des Bahnhofs einige Schwächen gezeigt hatte, muss als erstes überarbeitet werden. 1910 gab es das schlimmste Hochwasser, das Paris je erlebt hatte. Es geht als Jahrhundertflut in die Geschichte ein. Damals steigt die Seine auf 8 Meter. Straßen und tausende Gebäude stehen unter Wasser. Nur 42 Meter von der Seine entfernt liegt der Bahnhof. Das Wasser verschlingt die unterirdischen Gleise. Die Wassermassen drangen in jeden Winkel. Der Gare d'Orsay war ein einziges Schwimmbad. Dank vorsorglich angebrachter Pumpen hält sich der Schaden in Grenzen. Heutzutage wäre eine solche Flut für das Museum eine Katastrophe. Im Untergeschoss befinden sich kostbare Kunstwerke. In den 80ern haben die Architekten überlegt, wie sie die Werke schützen können.
Ihr Entwurf sah vor, die Kunst im Souterrain aufzubewahren. Die Werke im Museum müssen gesichert sein, wenn die Seine wieder steigt. Zum Schutz vor dem Wasser wird unterhalb der alten Bahngleise eine dicke Betonschicht gegossen. Darüber befindet sich das Lager des Museums. Die Stabilität des Gebäudes gewährleisten hunderte Mikropfähle, die im Untergrund befestigt sind. Die Mikropfähle dienen dazu, das Gebäude fest im Boden zu verankern. So ist es stabil und vor dem Druck des Wassers geschützt, insbesondere bei Überschwemmungen. Die Architekten planen auch die Besucherströme im Museum ganz neu. Zu Zeiten der Nutzung als Bahnhof war der Eingang auf der Seine-Seite und der Ausgang auf der Seite der Wanduhr. Von der Seite der Seine kam man durch diese große Fassade. Das wirkte ausladend. Also haben wir es umgedreht und statt vom Ufer den Eingang so gelegt, dass man nun unter der Markise hereintritt. Das war wahrscheinlich eine der besten Ideen, weil wir es heute noch spüren, allein diese Perspektive zu haben, wenn man hineingeht. Der Perspektivwechsel betont das Hauptschiff als Herz des Museums. Die Architekten entwerfen anstelle der Gleise eine Rampe durch die Mitte des Schiffs, umrahmt von einem Zwischengeschoss. So bewegt man sich langsam vorwärts, während man die Kunstwerke betrachtet. Wir haben die Wände als nostalgische Platzhalter für die alten Bahngleise angefügt. Die Innenarchitektin Gai Aulenti kümmert sich um die Konzeption der Wände. Sie entwirft starke geometrische Formen, die sich vom Rest des Bahnhofs und auch von dessen Material unterscheiden. Ein spezieller beigefarbener Kalkstein aus der Bourgogne kommt zum Einsatz. Der Besucher erkennt anhand des Materials und der Farben sofort, was aus dem 19. Jahrhundert und was aus den 80er Jahren stammt. Das Hauptschiff und die Wandelhalle werden zum Ausstellungsraum umfunktioniert. Doch auch diesmal mangelt es an Platz. Der Bahnhof bietet eine Fläche von 30.000 Quadratmetern. Es fehlen aber noch weitere 13.000 für den größten Schatz des Museums. Die Impressionisten mit Meistern wie Renoir oder Monet. Wohin mit den ganzen Impressionisten? Wir wählten den unbenutzten Dachstuhl, den Laloux entworfen hatte. Oberhalb der Vorhalle, an der Fassade Richtung Seineufer, baut der Architekt Laloux ein Hallendach. Es rundet die massive Metallhülle des Gebäudes nach außen ästhetisch ab. Der Dachboden wurde umgewandelt und kleinere, abgeschlossene Räume eingebaut. Nun stehen die Ingenieure vor einer Reihe weiterer Herausforderungen. Bevor sich der Bahnhof vollständig in ein Museum verwandeln kann, gibt es noch eine Schwachstelle: der Überbau. Das gigantische Hauptschiff ist das wohl beeindruckendste Element des Bauwerks. Sein Volumen von über 170.000 Kubikmetern hat aber einen lästigen Nachteil: den Lärm. In einem solchen Raum hallt es. Es gibt ein Echo.
Es war klar, dass man keine Kunst ausstellen kann, wenn aber hunderte Besucher kommen und einen höllischen Lärm verursachen. 40.000 Schallfallen sollen die Resonanz der Halle dämpfen, diskret versteckt im Dekor. Der Akustiker hat gute Arbeit geleistet. Er hat sich einer alten Technik bedient, die schon in antiken Theatern üblich war. Diese Technik ist auch in mittelalterlichen Kirchen zu finden. Hohle Keramikbehälter im Mauerwerk absorbieren das Echo. Im Orsay erfüllen die 1600 Rosenkassetten diese Funktion. Die Kassetten wurden in den 80er Jahren originalgetreu restauriert. Das haben die Architekten ausgenutzt, um diese Technik zu integrieren. Bei der Restauration der Rosetten wurden in den Winkeln und den Rückseiten der Kassetten eine dicke Gipsschicht und Resonatoren versteckt. Das Gewölbe oberhalb des Schiffs absorbiert den Lärm der Besucher. Aber noch immer sind nicht alle Probleme gelöst. Auch heute noch fahren Züge unter dem Musée d'Orsay. Man wird den Bahnhof sicher nicht wieder schließen. Es herrscht immer reger Betrieb. Noch immer verkehren auf den Gleisen Regionalzüge. Seit 1979 gibt es die Haltestelle in einem unterirdischen Teil des Gebäudes. Die Bahnhofsvergangenheit lebt weiter. Die Seele des Bahnhofs wurde erhalten. Die Modernisierung hat ihr nicht zu sehr geschadet. Die Haltestelle und das Museum sind zwei Teile desselben Gebäudes und mit demselben Metallwerk verbunden. Doch die Streben leiten die Schwingungen in die oberen Etagen weiter. Wenn der Zugverkehr Erschütterungen auslöst, wandern diese weiter. Bis zu dem Stockwerk, in dem sich unsere Ausstellungsstücke befinden. Diese Schwingungen können, je nachdem wie stark sie sind, die Oberfläche eines Gemäldes oder eine empfindliche Skulptur beschädigen. Die Ausstellungsfläche im Erdgeschoss liegt direkt über der Haltestelle. Der Fußboden, der die beiden Räume teilt, ist nur 12 cm dick. 2018 lösen Experten das Problem mit Hilfe spezieller Wände, an denen die Gemälde angebracht sind, sogenannte Antivibrationswandschienen. Wir haben uns an erdbebengefährdeten Regionen wie Italien oder Japan orientiert, wo Gebäude mit einer Federung ausgestattet werden. Auf den ersten Blick scheinen es gewöhnliche Wände zu sein. Doch sie verbergen einen komplexen Aufbau. Im oberen Bereich der Innenwand befinden sich Federn, darunter der Rumpf. Die innere Struktur ist beweglich und absorbiert Erschütterungen. Die äußere Wand aber bleibt starr. Sie endet 10 cm über dem Fußboden. Die Wand berührt den Boden nicht. So bleibt das Gemälde von den Schwingungen des Bahnhofs verschont. Die Hightech-Wandschienen schützen die Kunstwerke. Das reicht aber nicht aus. Das gesamte Gebäude muss den Werken optimale Bedingungen bieten. Ein Museum beherbergt Schätze. Das Klima, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit müssen stabil bleiben. Das ist eine technische Herausforderung, wenn man das Volumen dieser Räumlichkeiten bedenkt. Die Architekten haben sich in den 80ern den Kopf zerbrochen. Das Museum war bei der Eröffnung auf dem neuesten Stand der Technik. Das Museum ist in allen Bereichen technisch vernetzt. Um den Schutz nicht nur seiner Kunstschätze,
sondern auch seiner Besucher sicherzustellen. 7000 Sensoren, verteilt im ganzen Gebäude, registrieren jede noch so kleine Abweichung. Im Untergeschoss sorgt ein riesiges Netzwerk an Klimatechnik für optimale Bedingungen im Museum. Unser System verwendet die Informationen und wandelt sie in Befehle um, zum Beispiel die Ventile zu öffnen oder zu schließen. Die Gebäudetechnik und die Computersysteme im Musée d'Orsay ähneln denen einer Hightech-Industrieanlage. Wir finden eine derartige Technik weltweit nur zweimal, hier im Orsay und im Weltraumbahnhof Kourou, wo die Ariane-Raketen ins All starten. Die Technik des Museums muss auf dem neuesten Stand bleiben und sich an die Gegebenheiten des Gebäudes anpassen. Und auch seine Kunstwerke. An diesem Tag findet ein ungewöhnliches Ereignis statt. Ein riesiges Bild wird aus seinem Rahmen genommen. Begräbnis in Ornon, ein Meisterwerk von Gustave Courbet aus dem Jahr 1850. Ein Expertenteam führt eine Röntgenbestrahlung des Gemäldes durch. Für diese Größenordnung braucht es besonderes Gerät. Die Größe des Gemäldes zwingt uns, die Bestrahlung vor Ort durchzuführen. Normalerweise machen wir solche Untersuchungen im Labor. Der Vorgang findet nachts in einem abgesperrten Bereich statt, um die Strahlungsbelastung für Menschen gering zu halten. Es braucht viel Zeit, eine so große Fläche zu bestrahlen. Das geht nicht in einer Sitzung und auch nicht als ein großes Gesamtbild. Das Team macht 51 einzelne Aufnahmen, aus denen das Gemälde zusammengesetzt wird. Die Röntgenstrahlen machen Unsichtbares sichtbar, bringen den wahren Zustand des Werks und seine Geheimnisse ans Licht. Viele Informationen erhalten wir erst jetzt, dank der Möglichkeiten der Röntgentechnik. Das Museum ist im steten Wandel, mit wechselnden Ausstellungen. Fortwährend passt es sich seinen Werken an. Seit seiner Eröffnung 1986 hat sich das Musée d'Orsay stetig weiterentwickelt, wie ein lebendiger Organismus. Das Musée d'Orsay ist noch lange nicht am Ende seiner bewegten Geschichte angelangt.